für eine konstruktive europapolitische Agendasetzung. Also was die Entscheidung der venezolanischen Regierung oder vielmehr des Maduro-Regimes in Caracas angeht, Botschafter Griner als persona non grata auszuweisen, ist eine Entscheidung, die für uns in keinster Weise nachvollziehbar ist, auch nicht akzeptabel. Das war nicht nur mit mir abgestimmt, sondern es war mein Wunsch und auch meine Bitte, dass Botschafter Griner zusammen mit anderen Vertretern europäischer Länder und lateinamerikanischer Länder am Flughafen Juan Guaido in Empfang nimmt, weil es Informationen gegeben hat, dass er dort verhaftet werden sollte. Und ich glaube, dass die Anwesenheit unterschiedlicher Botschafter einen Teil dazu beigetragen hat, diese Verhaftung zu verhindern. Dies wird in keinster Weise dazu führen, dass wir unsere Unterstützung von Juan Guaido als Übergangspräsident mit der Aufgabe, freie, faire und demokratische Wahlen zu organisieren, in irgendeiner Weise überdenken. Diese Unterstützung ist unumstößlich und dabei wird es auch bleiben.